Hallo meine Pokéfreunde und Pokénenten, willkommen zur wahrscheinlich letzten Folge von SpongeBob, der Film für den Game Boy Advance. Yeah, wir betreten jetzt hier den Boss aus der fünften Welt. Und ich muss euch sagen, dieser Boss, der funktioniert leider genauso wie die ganzen Level hier auf dieser Welt. Ich dachte mir, falls ihr genauso wie ich wart, seid oder wart, wie auch immer, dachtet, wir sind jetzt endlich durch mit dieser Scheiße hier. Mit den Lichtern. Nee, ein Level haben wir noch. Ein Level haben wir noch. Los. Zyklopenkampf. Wer wollte es denn sonst sein? Das war ein komischer Sound. Wir müssen an diesem Typen vorbeikommen, oder wir werden nie nach Bikini Bottom zurückkommen. Tut mir leid, jetzt hier eine Pause machen. Ich habe mir überlegt, ob ich das nochmal machen soll oder nicht, aber ja, ist ja jetzt egal. Vielleicht könnten wir entkommen, wenn er uns nicht sehen könnte. Bam, erstmal Licht. Und jetzt müssen wir abhauen vor dem, weil er will uns jetzt nämlich greifen. Und wenn er gleich hochkommt, dann müssen wir BAM ihn abspritzen. Und jetzt Wasser. Und nice. Eigentlich ist der Boss voll einfach, wenn man ehrlich ist. Ich meine, oh! Im größten Teil. Jetzt! Schnell! Okay, nice. Jetzt noch Wasser machen. Und jetzt einfach abhauen. Ach, Mist. Nein, nicht. Ah! Nein! Gott. Aber das ist richtig einfach, finde ich. Bam! Und das war's. Das ist kein Problem für uns. Yeah! Jaha, wir haben es geschafft. Wir sind aus dem Muschelstaat. Wir sind aus Sheriff City geflüchtet. Wie kommen wir jetzt nach Bikini Bottom zurück? Ich bin David Hasselhoff. Ich werde euch zurückbringen. Das Coole ist, der war wirklich im Film. Ich bin David Hasselhoff. Juhu! Ich find's immer noch so lustig. Ich find's auch im Film so lustig. Hey, wer ist das denn jetzt? Warum ist er jetzt hier? Der macht doch gar nichts mit SpongeBob. Das ist cool. Und bam, wir haben jetzt... Warte, ich glaube, wir können sogar jetzt was kaufen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich guck trotzdem mal nach, warum auch nicht. Jetzt habe ich eine One-Up gekauft. Ach, dann gehe ich halt. Na, wie gesagt, ich werde nach dem Let's Play vielleicht noch eine extra Folge machen, wo ich alles zeige, wo ich die ganzen Bonus-Level zeige. Yeah! Und das hier ist die letzte Welt. Hasselhoffs Bikini. Was? Hasselhoffs Bikini heißt die Welt. Eine Mischung aus Hasselhoff und Bikini Boy. Oh Gott. Ja, ihr seht schon, wir haben da gleich so einen Zwischenboss, der einzige Zwischenboss im Spiel. Und ja, wir fangen mal an mit dem kürzesten Level des Spiels. Halte Hasselhoff fest. Was wir machen müssen, müssen rennen. Oh, wir dürfen nicht ins Wasser. Ja, also wir sind jetzt auf Hasselhoffs Rücken, ja. Auf dem Weg zurück nach Bikini Bottom, denn wir haben jetzt die Krone wieder zurück. Und ja, das Level ist schon gleich vorbei. Ich verstehe nicht, wieso dieses Level so unausgebaut ist. Ich habe das auch Gefühl, dass die letzte Welt einfach nur so ganz schnell gerusht wurde, weil wir sind jetzt gleich fertig. Wir sind ja hier so in seinem... Oh, so in Shorts. Gleich sind wir jetzt sind wir an seinem Rücken. Okay. Hui. Warte, ich renne mal. Hui. Oh, okay. Ja, keine Ahnung, Rennen funktioniert irgendwie manchmal nicht. Aber was soll ich denn machen? Ich komm nicht durch, oh jetzt. Ah. Muss ich so ein bisschen voran, also so herantasten. Man kann ja aber nicht sterben, soweit ich weiß, in dem Level. Ach man. Halt man. Jetzt. Nein. Jetzt aber. Ja, okay. Ach Mist. Ja, es ist nicht so einfach, aber. Das ist voll chillig eigentlich. Wir sind schon durch. Ich weiß immer noch nicht, warum gibt es das Level? Warum ist es so kurz? Yeah, und jetzt bekämpfen wir. Okay, ich lasse uns mal kurz Zeit. Wen könnten wir wohl bekämpfen? Für die Leute, die den Film gesehen haben, die wissen jetzt, dass wir gegen Dennis nochmal kämpfen. Dennis Rückkehr. Hast du mich vermisst? Nun, wo waren wir? Und ja, es ist einfach der gleiche Kampf, nur dass er schneller ist.
Oh, als ob, als ob! Ach komm, nur weil ich so langsam war. So. Okay, okay, okay. Muss mich so ein klein wenig konzentrieren, weil ihr seht ja gerade, ich bin ziemlich schlecht. Okay, ein Leben hat er noch. Geht hier hin? Er geht da lang. Okay. Und der arme Hasselhoff, Alter, der wird richtig abgestochen. Das war im Film auch so. Und wir sind mit ihm durch. Die Bisse sind allgemein nicht so schwer. Ich war nur bei manchen ziemlich schlecht. Ja. Er hat uns an seine männliche Brust gesteckt. Was für eine Kontrolle. Oh Gott. Gott, Patrick, wer hätte gedacht, dass Hasselhoff Haarwachs benutzt? Alle Mann an Bord, mein männlicher Bruststoß wird euch nach Bikini Bottom bringen. Ja, das war auch im Film so, ja, zum letzten Mal. Okay, und die nächsten Level, die werden, soweit ich weiß, auch kurz, aber nicht so kurz wie das Hasselhoff-Level. Gegrüßt sei Plankton. Patrick, wir sollten besser zur großen Krabbe kommen. Los geht's. Oh Gott, der hat schon alle unter Jochen. Ungezügelt heißt das nächste Level. Indem wir hier beim letzten Mal nach Plankton's Bikini Bottom rennen werden. Ja, dann werden wir die Krone der Tour zurückbringen. Und alle retten. Wir müssen das machen. Uns ist die Welt zerstört. Bikini Bottom sehr. Zerstört, yeah. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Lol. Yeah, Mann. Geil. Yeah. So, jetzt mal ein bisschen mit, weil ich keine Ahnung habe, was ich sagen soll. Yeah, das ist doch professionell. Ja, das ist es. Das kann ich euch sagen. Ich bin auch schon gleich tot. Weil ich so krass bin. Aber Herr Plankton wird uns bestimmt nicht besiegen. Denn wir sind zwei männliche Männer. Und sind stark und yeah. Frag nicht, was das war, danke. Yeah, okay. Jetzt haben wir noch zwei Level vor uns. Puh, go. Krabbenburger 1. Soweit ich weiß, ist das hier die große Krabbe. 1 im Englischen. Ja, ich habe so ein bisschen angeguckt, damit ich halt weiß, auf was ich gefasst sein soll. Diese zwei Level, die sind einfach nur vollgefüllt mit Gegnern. Ansonsten ist es einfach die erste Welt. Also es ist nicht die erste Welt, also... Es ist aber angelehnt als die erste Welt, weil wir sind jetzt in Bikini Bottom wieder. Und ja, so lang sind sie jetzt auch wieder nicht. Sie sind halt ungefähr so lang wie ein normales Level. Ungefähr, ja. Und hier haben wir die Eimer. Stimmt, die Eimer haben wir auch noch nie benutzt. Ich kann die mal zeigen. Ich benutze die eigentlich auch selten, weil warum soll ich die benutzen? Das ist einfach so ein... Alle Gegner im Screen, die werden sterben. So ein bisschen, das können wir mal zeigen. Das macht ein Eimer. Ich weiß aber gar nicht, wozu es eigentlich da sein soll. Ich weiß nicht, ich benutze das zumindest nicht. Ich will mal wissen, für die Leute, die das Spiel haben, wie benutzt ihr das eigentlich oft? Was ist das für eine Frage? Da wird eh niemand beantworten. Ach. Ah, da oben ist irgendwas. Da oben ist irgendwas. Nein. Ach, dann egal. Okay. Okay. Was wird jetzt hier? Ich renn mal. Weiß nicht, was hier passieren wird. Hui. Yeah. Vielleicht ist da oben was. Ich weiß, hier in jeder Welt gibt es ein Minigame. Und wenn man das dann schafft... Dann hat man die ganzen Teils, die ganzen Sets für, damit man, also man kann auf jeden Fall dann die Level, die Mini, die Level auf jeden Fall kaufen, sagen wir es so, keine Ahnung. Hui! Was macht der? Was macht der? Ich besiege ihn jetzt. Ah, als ob! Ich besiege ihn jetzt so. Oh, ich habe mich getroffen, oder? Oh Gott, nein. Ich habe ihn nicht getroffen, jetzt aber. Können die eh benutzen, wir brauchen die nicht mehr. Wir sind ja fast fertig mit dem Spiel. Ach, als ob! Ach, als ob! Als ob! So, ich bin jetzt wieder an dieser Stelle. Und hui! So, jetzt können wir mal hier unseren Eimer hier benutzen. Und wurden trotzdem getroffen. Okay. Die Animation hat einfach aufgehört. Okay, gut. Alles klar.
So, jetzt muss ich aufpassen. Ich mache am besten ein Safe State, weil ich habe keinen Bock, nochmal alles durchzugehen. Das ist echt nervig, müsst ihr wissen. Ups, tut mir leid. Also, was ich sagen wollte, ist, ich finde, das ist nicht wirklich so skillbasierend, weil man jetzt die ganze Zeit selber neu starten muss. Ich weiß nicht. Also, ich finde es auf jeden Fall langweilig und werde es auch auf jeden Fall rausschneiden. Und, oh, Kontrollpunkt, nice. Und dann haben wir diesen Hammergegner. Bam. Keine Chance. Oh, hier müssen wir durch. Und go. Ups, okay. Ja, aber warte, irgendwas ist da oben. Ich glaube, da oben ist vielleicht das Minispiel oder so. Ich guck mal nach. Oh ja, ich glaube, da ist das Minispiel. Naja. Ich sehe auch gerade, wir haben schon fast die maximale Anzahl. Oh, da war eine Riesenmuschel. Wir haben auch fast die maximale Anzahl von Muscheln. Und die gehe ich einfach nicht auf. Aber ich werde es auf jeden Fall ausgeben müssen. Demnächst. Ach, als ob. Ach, Mist. Okay, das ist jetzt schlecht. Das ist echt schlecht. Okay, ich kann nicht stehen. Okay. Okay, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Müsste aber verstehen können. Kann ich da... Kann ich hier durch? Oh, hier ist das Ende. Okay, ich dachte mir schon, ja, was ist denn jetzt hier los? Aber okay, nice. Dann sind wir endlich auch mit dem Level fertig. War ein bisschen nervig, muss ich es zugeben. Gut, dann werden wir jetzt das letzte normale Level durchmachen. Krabbenburger 2 oder Kostekrabbel 2, wie auch immer. Yeah. Und das Level ist das nervigste von... Also es ist nicht nervig, aber es ist... Also ich hatte das letzte Mal, als ich es gesehen habe, dachte ich mir so, ist das jetzt verbuggt hier? Aber nein, man muss hier so gucken, okay. Also ich muss hier stehen, muss gucken, okay. Hier ist eine Plattform. Dann ist hier dort ein Gegner. Dann renne ich jetzt am besten, denke ich mal. Oder auch nicht. Ich kann hier aber stehen anscheinend. Ja, und jetzt sind wir, glaube ich, tot. Weil ich nichts mehr sehe. Ah, doch, hier kann ich durch. Oh, okay, okay. Ja, ich mag das Level auf jeden Fall nicht. Es ist kein cooles letztes Level, muss ich sagen. Oh, wir müssen da hoch. Okay, warte, dann setzen wir jetzt den Eimer ein. Schnell. Hui, okay. Okay, hat den Gegner noch getroffen. Okay, nice. Die meisten haben wir getötet. Oh, hier sind ein paar One-Ups. Oh, warum nicht, ne? Ist ja eh nur das letzte Level. Yeah, Items. Oh, das ist ein Krabbenburger. Okay, tut mir leid. Ja. Ich hoffe, ihr kommt nicht mehr so in die Passage. Und wir kriegen noch das letzte Mal unbesiegbar. Halt, ich meine, warum nicht? Ja, 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 ja. Das macht doch Spaß. Und ich habe hier eh keinen Platz mehr für höher. Hör, warum wurde ich jetzt getroffen? Ah, der hat mich abgespuckt. Ey, wie gemein hier. Brrrr. Töte ich euch alle jetzt. Bam. Was wollt ihr? Habt ihr keine Chance gegeben? Nicht. Und jetzt durch und durch und durch. Und dann rennen wir mal, denke ich mal. So, Leute, da bin ich wieder. Ich musste kurz einen kleinen Cut machen. Ist aber alles okay. Ich wollte nur gucken, ob das nicht laggt, weil... Irgendwie habe ich manchmal so Probleme, dass mein Spiel einfach laggt. Also, dass meine Aufnahme einfach laggt aus irgendeinem Grund, den ich nicht weiß. Oh, das ist fies. Man muss ja genau auf diesem Punkt landen. Und wir haben jetzt diese Viecher hier noch, die auf uns gehetzt wurden. Und ihr wisst, ich hasse diese Gegner. Die kamen zwar nur in der ersten Welt vor, aber das ist ja so gesehen so eine Mischung aus allen Welten. Weil hier kommen sehr viele Gegner aus sehr vielen Welten zurück. Ich meine, das ist ziemlich cool, sowas. Aber, oh, ich wollte schon sagen, wo muss ich denn jetzt hin? Aber, ja. Ja, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Nice, perfekt. Und Schnurrbart der Unbesiegbarkeit, ich danke dir, dass du aufgetaucht bist. Denn jetzt kann ich hier ohne Züge, ja, kann ich hier durchrennen und werde nicht besiegt. Oh, da oben ist ein Minispiel. Vielleicht komme ich da dran, wahrscheinlich eh nicht. Hui, das ist in diesem Level das Minispiel, okay. Aber warte, muss man hier durch. Yeah, können wir es mal angucken, wenn ich's nach oben schaffe. Oh Gott. Nein! Ah! Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Kann man hier nicht durch? Ja, keine Ahnung. Dann ist mir's auch egal. Hab dann nicht. Dann hat halt Pech gehabt.
La 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 la. Ist mir egal jetzt. Ach, ich wollte doch springen! Der Mama, no. Ich werde hier geärgert, Mama. Ich sag hier runter. Als ob. Ja, so, hätte ich das sehen können? Alter. Als ob ich das gesehen hätte. Klar. Sicher. Hm? Und. Kontrollpunkt! Yeah! Und nochmal Unbesiegbarkeit. Ist doch auch ziemlich cool. Okay, ich glaube, da sterben wir, wenn wir jetzt hier runterfliegen. Also versuche ich nicht zu sterben, okay, Leute? Ich versuch's. Versuche mal nicht zu sterben. Nein, nein! So, Leute, wir sind jetzt wieder an der Stelle. Und werden es hoffentlich diesmal schaffen. Es ist nicht so. Es ist nicht einfach. Es ist schwerer, als es aussehen mag. Oh Gott. Vor allem, ich sehe ja auch kaum was. Die scheiß Kamera, die kommt halt nicht so wirklich mit. Das ist ja das Nervigste hier. Oh, aber ich bin durch. Ich bin durch. Endlich. Ich kriege jetzt hier runter. Okay, nice. Ich komme hier durch. Ja, man braucht das eigentlich, sonst kommt man ja gar nicht durch. Oh, nice. Ich habe voll Leben, merke ich gerade. Das ist ziemlich gut. Wie ich da hochkomme, habe ich jetzt gerade keine Ahnung. Ich glaube, ich bin sogar falsch. Ich gehe mal kurz zurück, weil ich wirklich glaube, dass ich falsch bin. Oh Gott, nein, bitte nicht. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Der macht mir richtig, richtig Angst. Ah! Von hier! Von hier! Und wir sind durch. Yeah! Nice! Nun sind wir angekommen und werden nun den Endboss bekämpfen. So, Leute, seid ihr bereit, gegen den Endboss zu kämpfen? Ich bin's auf jeden Fall und ich würde sagen, let's go! König Neptuns Zorn. Stopp! Wer hat das gesagt? Wir. Hör nicht auf sie, Neptun! Schalte sie aus! Schalte sie aus. Oh Gott, nein! Oh, diese Animation sieht ziemlich cool aus. Ah! Soweit ich weiß, muss man einfach weglaufen, weil der will jetzt dorthin schießen. Genau da, wo du gerade stehst, will er hinschießen. Dann muss man auf jeden Fall weglaufen. Und wenn er gleich kommt... Oh, er kommt noch nicht! Er kommt noch nicht! Ich dachte, er kommt jetzt! Doch, jetzt kommt er! Dann muss man hier eine Stampfattacke auf ihn machen und bam, das erste Leben ist down. Haha. Besiege sie! Ja! König Neptun, Plankton kontrolliert sie! Hör nicht auf diese Babys! Tu es, Neptun! Beseitige sie! Oh Gott, nein! Und das ist so gesehen der Boss. Er wird immer schwerer. Ich würde euch erraten, einfach, also ich mache jetzt zumindest so, einfach hin und her laufen. Oft habt ihr dann Glück und ihr werdet nicht getroffen. Und da kommt er wieder. Da kommt er wieder. Und Schaffattacke! Bam! Gerade noch habe ich ihn getroffen. Bitte habe ich ihn getroffen. Ich habe ihn getroffen, ja! Nein, Neptun, hör nicht auf sie! Besiege sie! Beseitige. Plankton, kontrolliert sie! Wow! Wow, okay, alles klar. Ich mag diese Animation, wenn du so nach vorne gehst. Das sieht so ein bisschen cool aus. Das sieht ein bisschen cool aus, genau. Nee, das sieht so anders aus als andere Bosse. Ich meine, gut, das ist der Endboss. Da müsste auch natürlich ziemlich cool aussehen. Aber ich glaube, ich verstehe, wie ich das meine. Zumindest hoffe ich das. Und da kommt er, da kommt er, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Und schon wird er. Yes! Geschafft! Wir haben ihn! Nice! Du glaubst, du kannst mich besiegen? Du bist nur ein Kind. Was können Kinder schon? Ich werde dir zeigen, was ich kann. Los, Leute, zeigen wir ihnen, was Kinder können. Drücke den A-Knopf schnell, um die Kraft des Rock'n'Roll zu nutzen. Okay. Oh, ich bin ein Taubsnüsschen. Yeah! Und damit haben wir das Spiel durch. Yeah, yeah, yeah. Bringt ihn weg, Jungs. Danke, SpongeBob und Patrick, dass ihr die Stadt gerettet habt, indem ihr die Krone zurückgeholt habt. Mr. Krabs, Sie sind frei.
Ihr habt's geschafft. Danke, dass ihr mich gerettet habt, Jungs. Oder sollte ich sagen, Männer? Ich weiß, meine Stimmen sind einfach perfekt in diesem Let's Play. Wir wären lieber Kinder. Oh ja. Oh. Goofy, Goofy, Guba, Guba, ja. Geil, dass es hier keine Übersetzung gab. Das heißt nämlich taubes Nüsschen. Mann. Und hier sind meine Credits. Yay. Es war ziemlich cool mit euch, das Spiel hier zu spielen. Ich habe auch gesehen, Leute, normalerweise spielt man das in einer Stunde durch. Ich habe jetzt 2 Stunden gebraucht insgesamt. Gut, tut mir leid, aber ich hatte ziemlich viel Spaß mit dem Spiel und ich kann es euch empfehlen. Für die Leute, die es original haben wollen, das Spiel kostet 5 bis 10 Euro nur, das Original. Holt euch es. Ich habe es mir auch geholt. Es ist ein ziemlich cooles Spiel. Und was kann ich noch sagen? Ich finde das Spiel ziemlich lustig und ja, zumindest wenn ihr es nicht haben wollt, ihr habt ja zumindest mein Display gesehen. Und ich muss sagen, diese Credits-Musik, die ist ziemlich, ziemlich hot. Die ist so cool. Und ja, vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Und ich wünsche euch, und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play wieder. Das ist das erste Mal, dass ich so richtig ein Let's Play beendet habe, glaube ich. Manchmal beende ich einfach Let's Plays nicht oder bräuchte ich sie ab oder wie auch immer. Ich meine, gut, ich hatte mal ein Let's Play, aber das hatte noch so extra Level, aber die habe ich nie gemacht. So gesehen habe ich das nie so wirklich abgestempelt als beendet. Aber ja, trotzdem ist es ziemlich cool gewesen und thanks for playing. Ja, gerne, so ein tolles Spiel. Es hat viele Macken, klar, aber es ist trotzdem ziemlich cool. Warum gibt es eigentlich noch ein Passwort? Das sage ich euch, denn... Yeah! Man hat so gesehen, wir können jetzt alles bereisen. Bam. Ja. Und ihr werdet dann in einem extra Video zeigen, wie man alle im Bonuslevel freischaltet. Wenn das extra Video irgendwann mal draußen ist, dann seht ihr das hier irgendwo gerade. Ansonsten, Leute, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao!